Man benutzt es vermutlich täglich, aber die wenigsten machen sich Gedanken, wie eigentlich ein Türschloss funktioniert. Und genau das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Wieder etwas Geschichte. Klar, ein Schloss braucht man natürlich erst dann, wenn man Türen hat. Und die ersten Bausätze von Menschen hatten keine Türen, also damit auch keine Schlösser. Aber das älteste bekannte Schloss der Menschheitsgeschichte war das Fallriegelschloss. Das ist zum Beispiel im alten Ägypten angewendet worden, 3. Jahrtausend vor Christus ungefähr. Aber wirklich gefunden, der Originalfund wurde auf 750 vor Christus datiert. Hier habe ich mich an einem ägyptischen Fallriegelschloss versucht. Das hier ist im Prinzip der Riegel, der ja, die Tür schließt. Das hier ist das Schloss. Und hier ist praktisch das Gegenstück am Rahmen der Tür, wo im Prinzip ja, der Riegel reingeht und halt die Tür verschließt. So, Fallriegel. Hier sind nochmal zwei Riegel. Die roten hier, die fallen, wenn das Schloss praktisch zu ist, hier runter in zwei Löcher und dann ist das Schloss zu. Und das Grüne hier ist der Schlüssel und den Schlüssel kann ich hier reinstecken und dann kann ich mit dem Schlüssel diese beiden Riegel nach oben drücken und dadurch kann ich den Riegel dann rausziehen. Und das ist im Prinzip das ägyptische Schloss. So, das erste Video auf meiner Werkbank. Hintergrund des Ganzen ist, ich habe hier ein Schloss, was ja schon ziemlich alt ist und leider auch kaputt gegangen ist. Und zwar ist das ein Schloss einer Gartentür gewesen und auf den Griff. Man sieht das hier so ein bisschen, dass das irgendwie nicht so waagrecht ist, wie es sein sollte, ist leider etwas draufgefallen, was halt dafür gesorgt hat, dass das Schloss irgendwie ja nicht mehr so funktioniert, wie es sein soll. Aber das ist eine sehr gute Gelegenheit, mal reinzugucken. Wie sieht sowas von innen aus? Wie funktioniert das und so weiter und so fort. Dazu ein paar kleine Begrifflichkeiten. Das hier ist die sogenannte Falle. Hier habe ich im Prinzip den Riegel, der ja das Schloss im Prinzip dann verriegelt, wenn ich zusperre. Das Loch, da gehört diese Schraube rein. Das ist die sogenannte Stulpschraube. Hier vorne, das ist der Stulp. Und diese Stulpschraube hält den Schließzylinder fest. Der steckt hier einfach drin. Und wenn man rausziehen möchte, muss man halt eben die Stulpschraube abmachen und mit dem Schlüssel halt dafür sorgen, dass der Kumpane hier praktisch ja, so ein bisschen gedreht wird und dann kann man den einfach rausziehen. Ein Schlüssel heute funktioniert eigentlich so ähnlich wie das Fallriegelschloss ja, von den Ägyptern. Hier habe ich verschiedene Stifte und wenn ich den richtigen Schlüssel reinstecke, haben die alle die richtige Höhe und zwar derart, dass ich den Schlüssel drehen kann und damit den Schließzylinder drehe und damit das Schloss in Bewegung setze. Jetzt gucken wir einfach mal rein. Wir haben hier, wie gesagt, hier, wo der Schließzylinder drin ist, zwischen dem Stulp und dem Schließzylinder ist übrigens das Dornmaß, dieser Abstand. Und hier, dieser Vierkant, da ist im Prinzip der Griff drin. So, und hier habe ich zwei Schrauben. Und die drehen wir einfach mal raus. Und dann schauen wir mal, was da zum Vorschein kommt. Batsch. Da ist schon was abgehaut. So, was hier gerade eben verschwunden ist, ist eine Feder. Und lauter startende Autos in der Nähe. Also, diese Feder, ziemlich starke Feder, die sorgt dafür,
So, jetzt, wo es wieder so einigermaßen ruhig ist, schauen wir hier nochmal drüber. Hier haben wir im Prinzip die Feder. Diese Feder sorgt dafür, dass, wenn ich auf den Griff drücke, dass der Griff, wenn ich den loslasse, wieder zurück, geht. Und dann habe ich hier den Schließmechanismus. Das heißt, wenn ich hier ein Schloss drin habe, dann kann sich das Ding hier drehen. Und dieses Teil kann dann hier das entsprechend mitnehmen. Und einmal hier, das ist jetzt hier im Prinzip rausgeflutscht aufgrund der Feder hier oben. Die Falle, die wird ja mit einer Feder nach vorne gedrückt. Und wenn ich hier entsprechend aufschließe, drücke ich hier dagegen. Und dann wird die Falle praktisch zurückgezogen, damit ich die Tür aufmachen kann. Und wenn ich den Schließzylinder oder den Schlüssel andersrum drehe, dann wird hier der Riegel entsprechend vorgeschoben. Ja, eigentlich ganz interessante Sache, wie so ein Schloss von innen aussieht. Ja, kann man eigentlich, muss aber immer darauf achten, wenn man sowas aufschraubt. Gerade wenn Federn drin sind, muss man halt immer darauf achten, dass einem nichts da um die Ohren fliegt. Und Handschuhe wären auch gut gewesen. Aber egal. Soweit, so gut.